am Anfang, wie man sich kennengelernt hat, natürlich so, wie es halt ist, frisch verliebt und alles schön und wir sind den Tag, wo sich das dann halt geändert hat, sind wir spazieren gewesen, haben halt über die Zukunft gescherzt, eben in diesem Plunttertal und haben einen schönen Tag verbracht und am nächsten Morgen ist er dann halt aufgewacht und hat gemeint, ja, es kribbelt. Das erste Mal mit MS bin ich konfrontiert worden mit meiner Mutter. Da war ich circa, ich glaube, 10, 12 Jahre ungefähr. Und sie hat es relativ spät bekommen, also so Mitte 40. Und dann in der Ausbildung als Krankenpfleger haben wir halt das Thema auch behandelt. Ja, und jetzt mit meiner Partnerin. Also mir hat es erstmal den Boden unter den Füßen weggerissen, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich innerhalb der ersten 3 Tage schon dran gedacht hatte, an diese Möglichkeit, weil die Symptome, also so wie sie es beschrieben hat und so, dass auch die Informationen, die man von den Ärzten gekriegt hat. Ich habe natürlich dann auch Dr. Google gefragt, was man halt so macht oder auch die Fachbücher ein bisschen durchgelesen und das hat einfach zu in dem Moment jetzt also zu mir keiner bekannten anderen Krankheit gepasst, die Symptomatik. Und als ich dann den Verdacht geäußert habe gegenüber den Ärzten, ob das sein könnte, und sie gemeint haben, ja, man kann es nicht ausschließen, da war das erstmal wie ein Schlag ins Gesicht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man halt, dass die Mutter MS hat, man in ein fremdes Land geht, man eine völlig fremde Person kennenlernt, die gesund ist und auf einmal auch MS hat. Und das waren dann so diese Punkte, wo man sich gefragt hat, warum? Hast du irgendwas falsch gemacht in deinem Leben jetzt? Also von dem war es wirklich, weil du es nicht begriffen hast, was das bedeutet oder was das ist? Ist das als einfach nochmal so ein Wink, dass du das Schicksal zeigen will, dass du was noch besser machen musst oder wo es dann wirklich schlechter wurde, das war dann nochmal hart. Also, sie konnte mit mir nicht telefonieren, nicht schreiben. Ich wusste nicht, wie geht's ihr. Sie immer bloß das gehört, was die Eltern so gesagt haben. Und man hat sich überhaupt kein Bild machen können. Zwischendurch sollst du noch arbeiten. Und es waren dann halt auch die Momente, wo sie dann so eingeschränkt war. Also, sie konnte wirklich kaum mehr gehen. Sie hat hin und her geschleudert beim Laufen. Dann hat sie den nächsten Schub gekriegt, wo man schon beim Anziehen hat helfen müssen, unterstützen müssen und bis man auf die Rettung dann gewartet hat, bis sie abgeholt haben. Und das sind dann schon so komische Momente gewesen, weil ja, sie ist 3 Jahre jünger wie ich. Ja, dann auf einmal, sie ist auf Hilfe angewiesen und muss beim Anziehen unterstützt werden und muss beim Waschen unterstützt werden. Natürlich habe ich es gemacht. Aber es war schon ein komisches Gefühl. Wo ich sie dann das erste Mal gesehen habe, dann war das nicht real. Also das war meine Partnerin, aber nicht so, wie ich sie in Erinnerung hatte. Also das war schon das erste Mal dann zu sehen, wo sie dann halt im Bett gelegen ist und sie konnte nicht essen, nicht richtig, sie konnte nicht trinken und dann natürlich die Augenklappe noch und allem drum und dran. Also es war schon, ja, war schlimm. Gott sei Dank habe ich das in der Ausbildung gehabt. Also da gibt es ja halt auch im Tod so diese Phasen, diese Sterbephasen, wo auch Verleumdungen mit drin sind, wo erstmal realisiert werden muss, was man hat, wo man dann aber zum Schluss das annehmen kann, also diese Phasen. Und genauso ist das für mich bei, wenn man so eine Diagnose oder so eine schwerwiegende Erkrankung bekommt. Natürlich will man es am Anfang nicht glauben, man ist erstmal wie geplättet und denkt sich, ja, das kann nicht sein und die müssen sich irren und das kann ich. Und dann fällt man irgendwie in ein Loch und denkt sich, Scheiße, jetzt bricht die Welt zusammen. Und dann am Ende, ich sag bloß, also für mich, ich sage immer, der Mensch lernt erst das, was schief läuft, wenn er am Boden liegt. Vorher
tut sich dort nichts. Also ich genieße jetzt, dass es einfach besser geworden ist und diese ganzen anderen Sachen sind eigentlich in den Hintergrund gerückt. Ich weiß, dass es sein kann, dass es da gewesen ist. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich mich damit, weiß ich nicht, tagtäglich beschäftige und wie scheiße das alles gewesen ist, sondern dass ich einfach jetzt momentan das so genieße, wieder ein Stückchen Alltag und Realität einfach zu haben. Natürlich hat die Zeit, denke ich, uns schon auch ein bisschen mehr zusammengeschweißt. Ja, weil man einfach in Situationen gekommen ist, die nicht jeder mitmacht. Also einfach zu sagen so, okay, du bist jetzt krank und jetzt tschüss. Jetzt suche ich mir eine Jüngere, die gesund ist oder so. Na, das kommt nicht in Frage. Ich weiß nicht, der Mensch hat immer so die Angewohnheit, immer so nach links und nach rechts zu gucken und dann zu denken, ja, die Wiese vom Nachbarn ist aber viel grüner als meine und wäre das nicht schön, wenn ich die Wiese auch hätte vom Nachbarn. Aber es gibt so viele Situationen im Leben, wo sich dann auf einmal herausstellt, ah, nee, da hat es jetzt doch einen gelben Fleck oder da hat er halt ein bisschen versteckt oder was draufgestellt oder so. Und deswegen bin ich immer eigentlich erpicht darauf, aus der Situation das Beste zu machen. Und ich denke, zu zweit geht das leichter.